Hi Leute, ihr seht's, sie haben mich erwischt, Holger hinter Gittern. Nein, Spaß beiseite. Heute mal ein Beitrag, mit dem ich mich an alle Hundebesitzer, an alle Fellnasenbesitzer richte, weil das ist ja so ein Thema, Camper und Haustier, wie kann das funktionieren? Und da bin ich bei Lucky Dog Camper. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und damit geht's auch gleich los. Hier an der Seite darf ich begrüßen den Jochen von Lucky Dog Camper. Und Jochen, ich habe ja am Anfang gedacht, wo ich das erste Mal euch gesehen habe hier auf der Messe, warum habt ihr so viel Stofftiere? Verkauft ihr die? Nee, ihr bietet an. Sag mal was. Wir bieten an Umbaulösungen für Wohnmobile, Reisemobile. Wir haben hier ein standardisiertes System. Das passt in ganz viele Knaus- und Weinsberg-Modelle, haben wir zusammen auch mit dem Knaus Weinsberg Produktmanagement entwickelt. Okay. Weil eben die Nachfrage Camper, Hund eine ganz große ist. Camper sind Hundebesitzer, sind Tierfreunde. Ne? Es ist halt einfach so. Und ich meine, irgendwie ist immer, ich mein, wenn du jetzt nur so einen ganz kleinen hast, ne? Aber wir reden ja auch hier wahrscheinlich so ein bisschen über die Sicherheit fürs Tier. Ne? Eindeutig, der Fahrt, ne? Eindeutig. Und wir kommen aus dem Vermietbereich. Okay. Lucky Dog Camper heißt ja die Vermietung. Und wir richten uns ausschließlich an Hundebesitzer. Und je größer der Hund ist oder je mehr Hunde, um die es geht, umso schwerer findet man ja ein Vermietfahrzeug. Und so hat sich bei uns das alles entwickelt und eben auch die Produktidee zum standardisierten System. Natürlich können wir auch andere Fahrzeuge als Knaus Weinsberg, aber die dann bei uns vor Ort, während wir diese standardisierten Systeme auch an die Knaus Weinsberg Händler versenden und dies dann vor Ort in die Kundenfahrzeuge einbauen können. Okay, also ihr macht das individuell, passt es den Fahrzeugen an. Ihr habt wahrscheinlich, sage ich mal, diese Standard, die habt ihr für ein paar Fahrzeuge rein und ihr könnt aber auch individuell dann anfertigen, wenn ihr das Kundenfahrzeug habt. Wenn wir das Kundenfahrzeug haben, beziehungsweise viele Fotos schon vorher gesehen haben und der Grundriss passt. Ganz grob als Hausnummer, große Heckgarage und Längsbetten. Wir können dann auch einfach mal reinschauen. Ja, genau. Dann ist gut gegeben, dass man einen Umbau vornehmen kann. Okay. Was ist denn, weil wir jetzt hier genau, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung, aber was ist denn hier draußen jetzt so der Vorteil? Weil ich natürlich jetzt gedacht habe, okay, wenn du jetzt hier sowas jetzt im Fahrzeug hast, fehlt dir natürlich ein Stückchen Heckgarage, aber ich sehe jetzt schon, ihr habt hier unten Stauraum, das geht nicht bis drüben rüber. Ja, das ist vom Modell abhängig. Hier haben wir Stauraum, ist ein Zwei-Personen-Fahrzeug jetzt. Der Mercedes-Unterbau, da kann ich Tisch und zwei Stühle locker drunter schieben. Ich kann aber auch eine Rampe für einen Hund drunter schieben. Stimmt. Und hier, das Fahrzeug gibt mir manchmal vor, wo ich den Zugang nach innen realisieren kann. Hier muss ich durch die Mitte gehen, weil auf der einen Seite ist das Gas, auf der anderen Batterie und Elektrik angebracht. Es gibt aber auch bei Knaus Weinsberg Fahrzeuge und auch andere Fahrzeuge, wo ich seitlich durch den Schrank den Zugang nach innen realisieren kann. Ja, stimmt, muss man ja dran denken, ne? Zugang und nach innen. Und dementsprechend ist auch die Größe der Hundebox. Ja. Dann kann ich sagen, Stauraum für den Mensch, die Größe von der Box und drüben, die Hundebox wird kleiner, aber ein bisschen länger. Also da sind wir noch variabel, aber es hängt auch vom Fahrzeug ab. Ja klar, vom Grundriss, ne? Von den Gegebenheiten einfach. Jetzt habe ich hier ja schon gesehen, also erstens mal, ich habe gerade schon so ein bisschen da dran rumgefummelt, also mächtig stabil. Ja. Also ausbrechen tun sie nicht, die vier Beine. Ganz klar. Mit Sicherheit nein. Nicht. Wenn du, das habe ich natürlich auch schon öfters an Plätzen gesehen, wenn du jetzt dann stehst und sagst, der Hund, dass der einfach, machst ja die Tür auf, da kriegt er ein bisschen Luft, ne? Kann ein bisschen rausgucken, ist ein bisschen dabei. Man muss nicht unbedingt immer an der Leine hier so anbinden, unbedingt, ne? Aber jetzt habe ich natürlich eben gerade gesehen, wenn das Fahrzeug zu ist oder hier ist ein Fensterausschnitt drin. Genau, das ist ein Schiebefenster. Hier kann ich auch noch Luft zuführen. Okay. Ich habe ein Fliegengitter, ich habe ein Verdunklungsrollo, nichts anderes wie bei uns Menschen. Und macht ihr das dann auch? Das ich bauen wir auch mal zu, ein. Dass man es mal von außen noch mal sieht, ne? Das baut ihr auch ein? Das bauen wir auch ein. Das gehört zu einer unserer Pakete, Einbaupakete. Okay. Wir bieten drei Pakete an, findet man auf unserer Homepage.
Es beginnt mit dem Lucky Start Paket, es geht zum Lucky Komfort Paket, wo das Fenster, der Einbau mit enthalten ist, und endet beim Lucky Deluxe Paket. Das ist interessant für Menschen, die mehrere Hunde haben, die auch auf Hundeausstellungen gehen und sagen, ich will die ganze Heckgarage für die Hunde haben. Und dann habe ich eben hier ein Fenster, auf der anderen Seite auch noch ein Fenster. Okay, aber ich sag mal, wie gesagt, ne, das ist eine riesengroße Box und trotzdem hast du aber noch, du hast noch Heckgarage. Ne? Ja. Also ist wirklich, ne, ist wirklich. Und wenn ich jetzt am Platz stehe, es ist heiß im Sommer und ich muss einkaufen, das ist ja der Klassiker, darf ich den Hund nicht mitnehmen, ja, dann kann ich hier auch mit dem massiven Schloss natürlich abschließen. Okay. Und der Hund ist sicher drin und es kann von außen keiner kommen und sagen, ach, okay, ich lass mal den Hund raus. Okay, Jochen, ihr habt dann alles gedacht, weil ich nämlich eben gerade gedacht habe, okay, der Hund kommt nicht raus, also kann man sogar den Hund einschließen, der Hund nicht wegkommt, aber man könnte ja auch sonst ins Fahrzeug rein. So ist es, genau. Okay, schon sicher. Und weil ich es gerade gesagt habe, natürlich kann man ja auch den Vierbeiner, die Fellnase, mal hier so mit einer Leine, dass er nicht stiften geht. Ja. Auch an. Ist das auch von euch? Weil ich das ist auch von uns entwickelt. Das ist an der Rahmenverlängerung angebracht. Okay. Ist also das schwerste Einzelbauteil von unserem ganzen System. Weil wir haben auch ein Augenmerk noch drauf gelegt, dass Gewicht ist ja die Goldwährung im Campingbereich. Der ganze Einbausatz liegt noch unter 25 Kilogramm. Und das hier ist eben das schwerste Einzelteil. Ist aus Edelstahl gefertigt und können auch ganz große Jungs dran angebunden werden und zieht es nicht weg. Ja. Okay, da ist eher der Karabiner das limitierende Element. Wahrscheinlich, genau. Ja. Und wie du sagst, Edelstahl, weil es ist ja draußen, also wegen Rost und so weiter, ne? Das ist ja nicht schlecht. Okay. Wollen wir es uns drin machen? Wir können angucken? Gerne reingehen. Dann gehen wir mal rein. So, jetzt das Ganze von innen. Ah ja, das ist jetzt also der Durchgang dann nach innen. Der Zugang zum Innenbereich, weil es geht ja um zwei Aspekte. Sicherer Transport, die rechtliche Seite der Ladungssicherung, so heißt sie ganz offiziell. Richtig, ja. Und eben auch, dass der Hund oder die Hunde ihren eigenen Platz haben und sich zurückziehen können. Ja, klar. Je älter der Hund ist, umso mehr sucht er seinen eigenen Rückzugsort. Ja. Und im Wohnmobil, egal wie groß es ist doch immer beengt. Ja, er liegt irgendwo im Weg. Ja. Jeder steigt über ihn drüber und dann kann er sich zurückziehen, hat auch seine Ruhe und kommt zur Ruhe. Du, Jochen, also ich habe das schon von mehreren Campern gehört mit Hund. Die wollen ja ihr Reich auch haben. Also ich hatte selber auch mal Hunde gehabt, deswegen weiß ich das. Irgendwann, wenn die ihre Ruhe haben wollen, ziehen die sich zurück. Und da haben die natürlich, das ist dann denen ihr Reich, das akzeptieren ganz die und gehen die auch da rein. Aber nochmal ganz deutlich, der Hund soll nicht weggesperrt sein. Genau. Er soll mit dabei sein. Er hat hier auch Kontakt, weiß, wo Herrchen und Frauchen sind und kann natürlich dann, wann immer es gewünscht ist, auch in den Innenbereich. Ja klar, der kann ja hier durch. Ein Riesenvorteil ist halt auch noch die Schmutzschleuse, sage ich mal. Ah ja. Er kommt mal nass, dreckig zurück und dann geht es erst mal hinten rein auf seine Decke und wenn es dann wieder passt, kann er auch rein ins Wohnmobil. Jochen, jetzt muss ich dich fragen, weißt du das nur aus deiner Berufserfahrung oder hast du selber einen Vierbeiner? Wir hatten früher schon immer Hunde, als Kind hatten wir Hunde. Meine Frau hatte Hunde, wir hatten getrennt voneinander Hunde. Momentan haben wir tatsächlich keinen Hund, aber in der Firma haben wir zwei Hunde und haben also doch wieder jeden Tag Hunde. Ja, weil mir nämlich, gerade wie du sagst, mit der Dreckschleuse, so hast du es glaube ich genannt, stimmt, mir fällt es auch wieder früher ein, ne? Ist ja klar, ne? Dann ist gut, wenn der Hund erstmal so ein bisschen abtropft. Genau, das kann er da hinten. Okay, also man sieht auf jeden Fall alles mit Hand und Fuß, wirklich auch so, ne, deutsche Wertarbeit. Wo sitzt ihr eigentlich, eure Firma? Wir sitzen im nördlichen Baden-Württemberg, ganz genau in Hohenlohe. Okay, ja, kennt man ja. Die Firma Wirth mit in Künzelsau, die kennt jeder. Also die Schrauben sind dann auch von dieser Firma verbaut. Okay, ja, okay. Und wir haben dort auch eine Wohnmobilvermietung und richten uns ausschließlich an Hundebesitzer. Und wer jetzt kein Wohnmobil hat, aber einen Hund und es auch mal ausprobieren will, der kann bei uns verschiedene Grundrisse testen. Alle unsere Fahrzeuge sind mit dem Hundeumbau ausgestattet. Okay, das ist doch mal ein Angebot. Also an alle Hundebesitzer, wenn ihr mal mit eurem Vierbeiner Campingurlaub machen wollt, wollt ihr vielleicht mal ausprobieren, wendet euch gern an Lucky Dog Camper.
Ich mache natürlich einen Link zu euch unten in die Beschreibung rein, dass man euch findet. Du bist dann auch als Ansprechpartner vor Ort? Gerne, ja. Oder der Thomas Massler, der Inhaber von der Firma. Okay. Und das ganze Rent & Travel Team. Wir stehen perfekt. Mit Rat und Tat zur Seite. Alles klar, perfekt. Ich glaube, das war ein richtig guter Beitrag für die Hundebesitzer. Und dann bedanke ich mich, Jochen. Ich bedanke mich. Und bis zum nächsten Mal. Ja.